Und weiter geht's. Wir hatten ja in der letzten Folge doch schon arge Probleme, was unsere Bildung anging. Deshalb mussten wir da erstmal ordentlich Schulen hinstellen, was natürlich auch dazu führte, dass wir enorme Ausgaben hatten. Aber so ist das eben. So, nun wollen wir mal schauen, was hier noch weiter benötigt wird. So, die Feuergefahr ist immer noch da. Kriminalität ist kein Thema. Bildung ist offenbar kein Thema, aber wir sollten vielleicht einfach mal noch eine Grundschule hier hinbauen, weil das dürfte nämlich bald wieder ein Problem sein. Und deswegen, ach komm, wieso, einfach gleich daneben. Zweite Grundschule. So. So, dann habe ich mich ja irgendwie mit... Oh, da haben wir kein Geld für Züge. U-Bahn. Busse. Haben wir im Moment alles kein Geld für. Diese U-Bahn-Nummer... Muss ich gestehen... Weiß ich im Moment gar nicht, wie das am besten funktioniert. Wenn wir jetzt natürlich sagen, okay, wir bauen hier direkt neben die Schulen, was ja Sinn machen würde, eine U-Bahn-Station. So, und dann muss ich die verbinden mit der Station Krankenhaus. Macht Sinn, oder? Und dann kann ich sagen, okay. Hä? Was ist nun los? Wie? Ich drücke da drauf und die machen... Moment. Wie ist denn das? Haltestelle zum Verlegen ziehen. Kann ich aber nicht. Da vielleicht dieses... okay. Ja, diese U-Bahn-Nummer ist mir im Moment noch so ein bisschen... Ach so, alles klar. Ach, das funktioniert genauso wie mit dem... Aha, okay. Einmal. So, wenn ich jetzt sage... Okay, also die fährt da lang, die andere fährt da lang. Okay. Gut, aber wie gesagt, das ist eine teure Angelegenheit. Deswegen sollten wir jetzt erstmal bei anderen Dingen bleiben. Wir haben inzwischen 11.526 Einwohner. So. Haben wir denn irgendwelche neuen Gebäude, die wir uns hier hinstellen können, um unser Städtchen ein bisschen attraktiver, zum Beispiel für die Touristen zu machen? Nö, haben wir nicht. Was ist das? Stadion. Kostet 200.000. Okay, ich versuche es einfach mal, die Steuern zu erhöhen. Mal sehen, was passiert. Einfach mal ein Prozentchen mehr. Schließlich biete ich den Leuten ja auch was. So. Dann wollen wir noch mal gucken, ob uns die Leute davonrennen. Oder ob sie hier bleiben. Was wird hier gerade Schönes gebaut? Aha. Gebäude in dicht besiedeltem Wohngebiet. So. Okay. Wohngebiet wird wieder verlangt und benötigt.
Industriegebiet haben wir da erstmal genug. Wie, und da haben wir ein Müllproblem? Was soll denn der Quatsch? Wir haben keine Müllprobleme hier. 76% Auslastung. Ist natürlich schon arg viel. Dann bauen wir uns hier doch mal eine neue Deponie hin. Muss nun mal leider sein. So. Aber Wohngebiet, hatte ich gesagt, brauchen wir. Haben wir doch. Okay. Dann vielleicht einfach hier drüben noch ein bisschen. Bauen wir uns hier wieder eine Straße rüber. So. Wasser versorgen. Durch. Eine Seite dicht, andere Seite nicht so dicht. Daneben haben wir das gleiche Spiel. Na klar, warum nicht? Oh, das ist aber knirsch. Egal. Gleiche Spielchen nochmal. Nicht so dicht. Dicht. So, weiter machen wir aber glaube ich eher nicht, weil wer will schon direkt an der Mülldeponie wohnen? Und die Feuerwehr fährt hier im Kreis. Ein Löschwagen löscht Feuer. Okay, macht Sinn. Jetzt sind wir inzwischen bei 12.022. Na komm, die 14.000 schaffen wir jetzt aber auch noch. Ein Gebäude steht in Flammen. Okay, das passiert dann immer leider öfter hier. Weil die Feuergefahr leider immer noch viel zu hoch ist für meinen Geschmack. Könnte man einfach mal nur noch eine Feuerwache hinbauen. Vielleicht hier drüben. Da ist aber eigentlich eine. Vielleicht hier. Wir bauen hier noch eins hin. Genau. Jetzt haben wir zwar zwei direkt in der Nähe, aber egal. Ah ja, da steht ein Gebäude in Flammen. Jetzt gucken wir uns doch mal an, wie das gelöscht wird. Okay. Sehr hübsch. Dafür ist das jetzt abgebrannt. Die Grundschule auch noch. So, wird denn die jetzt wieder hergerichtet oder muss ich die jetzt abreißen? Fragen über Fragen. Nein, die konnte gelöscht werden. Alles klar. Okay, also. Wie sieht es denn jetzt generell mit unserer Bildung aus? Oh, jetzt brauchen wir schon wieder eine Grundschule. Das ist nicht zu fassen. Okay, na gut. Wenn wir noch eine brauchen, brauchen wir eben noch eine. Okay, und jetzt geht uns der Strom schon wieder zur Neige. Wei, wei, wei. So. Okay, wir bauen uns jetzt einfach hier noch eine Grundschule hin. Zack. So, und jetzt haben wir schon wieder ein Stromproblem. Gut, dann versuchen wir mal hier so ein Wasserkraftwerk zu bauen. Vielleicht gleich am besten hier. Geld, sagt er mir jetzt. Baukosten. Okay.
Wieso sagt er mir nicht, wie viel Megawatt er produziert? 18.000. Okay, scheiß drauf, wir bauen das jetzt. So. Jetzt möchte ich aber auch wissen, wie viel das produziert. 0? Was war denn der Quatsch? Hallo. Außer Betrieb. Wieso ist das außer Betrieb? Ach, verdammt. Ich bin noch ein Dussel. Ein Damm ist das, soll das sein. Ein Staudamm. Den kann ich nicht da einfach reinsetzen. Ach. Da brauche ich mich auch nicht zu wundern. Gut. Die Kohle haben wir schön in den Sand gesetzt. Ja, möchten wir, weil das hat uns irgendwie eh nichts gebracht. Das heißt, wenn ich einen Damm baue, sollte ich die natürlich strategisch so günstig bauen. Dass ich damit am besten auch keine... Ich weiß ja nicht, wie es mit der Schifffahrt nachher aussieht. Nicht, dass ich die Schifffahrt nachher auch noch störe. Quatsch, Strom wollten wir. Das heißt, den Damm... Ja genau, den muss ich dann direkt im Wasser bauen. Ja, gut, okay. Machen wir auch gleich. Ich frage mich nur halt, wo? Hier bei dem Dreckswasser? Um da vielleicht sinnigerweise gleich noch was rüber zu bauen. So, jetzt gucke ich aber, vielleicht kann man ja irgendwie... Okay, nee, Meilensteine nicht. Genau, ich kann ja noch Gebiet kaufen. Welches Gebiet nehmen wir denn noch? Ich meine, gut, wir haben da oben, wir haben da. Schwer zu sagen, oder? Sagen, hier ist zwar wenig zu bauen, aber ich finde es, mir gefällt es. 8.700, ja, das können wir uns leisten. So. Okay. Dann machen wir weiter. So, jetzt erst mal prüfen, wie sieht es mit der Bildung aus. Bildung ist okay. Oberschule wird knapp. Brauchen wir schon wieder eine Oberschule, ey. Meine Güte. Aber was tut man nicht alles für eine wachsende Stadt? So, dann brauche ich die Oberschule direkt hier hin. So, was war das jetzt hier für eine Figur? Der Smiley hier, was ist das? Oh, da war jemand krank, ist gestorben. Hä? Kriminalitätsrate ist zu hoch. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil hier so viel Industrie ist. Okay, dann müssen wir eben hier eine Polizeiwache hinbauen. Kriegen wir dann auch wohl nicht anders hin. Wo bauen wir das am besten hin? Ohne dass wir hier irgendwas großartig abreißen. Hier. Bestens. So. So, wir sind bei 13.000. Ich denke mal, die 14.000 Einwohner kriegen wir auch noch gebacken heute. Zumindest in der Episode. So, und was ist das? Steuern sind zu hoch, alles klar. Okay, also ich meine, meckern tun sie immer, bleiben tun sie trotzdem. Wir bleiben jetzt auch hier erstmal bei den... Was waren das? Wie hoch waren die Steuern jetzt? 13%, hey, komm. Aber solange wie hier kein Minus angezeigt wird und mir die Leute abwandern, bleibt das erstmal so.
So, vielleicht können wir noch irgendwo einen schicken Park hinbauen. Na nun, wo hatte ich denn die Parks? Da. Kleiner Spielplatz. Platz mit Bäumen. Platz mit Bäumen. Bauen wir mal hier hin. Wir wollen ja die Leute schließlich bei Laune halten. So, da wo es hoch ist, ist es niedrig. Okay. Dann müssen wir mal hier noch was hinbauen. So, wir nähern uns der 14.000 Einwohnergrenze. So, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Strom? Ach ja, wir hatten ja ein Stromproblem. Scheiße. Entschuldigung. Okay, also das heißt, wir müssen letzten Endes unseren Damm gleich bauen. Komme, was da wolle. Boah, die Totenköpfe. Da ist jemand gestorben, oder was soll das bedeuten? Ein Verstorbener muss transportiert werden. Okay, aber wir hatten ja, glaube ich, Krematorium. Gut, hatten wir noch nicht. Brauchen wir 14.000 Einwohner. Haben wir auch gleich. So, da nicht genügend gebildete Arbeiter, wie ich das so sehe, oder? Ah, nicht genügend Arbeiter. Was sagt denn unser Schulsystem? Oberschule ist in Ordnung. Grundschule. Grundschule schon wieder. Ich kann ja gar nicht so schnell mit dem Grundschule bauen hinterherkommen, wie ich die Dinger hier bräuchte. Bauen wir hier eine. So. Und schwupps, habe ich da jetzt das weggesprengt? Scheiße. War eigentlich nicht meine Absicht. Mache ich eigentlich nicht so gerne. So, und da drüben fehlt uns jetzt Strom. Okay, ich denke, wir kommen jetzt nicht drum rum. Ja, braucht Strom. Die Frage ist, wo bauen wir jetzt unseren Damm hin? Ich würde sagen, den bauen wir hier irgendwo hin, weil das ist Wasser eh schon verseucht. Und wenn wirklich Schiffe fahren, können die außenrum fahren. Also bauen wir den direkt hier an der Stadtgrenze. Ich hoffe, ich habe noch so viel Geld. Tut jetzt richtig. Wieso kann ich in den nicht... Ach, nicht... Warte, nicht genug Geld. Tatsache. Nicht genug Geld. So ein Scheiß. Gut, dann müssen wir jetzt wirklich warten, bis wir die 14.000 Einwohner haben. Okay, dadurch, dass wir keinen Strom haben, haben wir auch nicht genug Strom für die Pumpen. Deswegen blinken jetzt hier nicht nur die Stromsymbole, sondern auch die Wassersymbole. Können wir mal gucken, ob das jetzt vielleicht was bringt hier, wenn wir mit einem so einem Teil hier noch rangehen. Aber ich denke mal, das reicht dicke nicht aus. Okay, wir brauchen nicht mehr lange und dann haben wir unsere 14.000 Einwohner zusammen. Dann gibt es auch nochmal Geld extra und dann können wir uns hier den entsprechenden Damm bauen. Und dann können wir, glaube ich, auch endlich eine Wasseraufbereitungsanlage bauen. Aber das stört mich ja extrem hier, diese
dieses Dreckswasser. Dass wir das hier so einleiten einfach, finde ich nicht schön. So, gleich ist es soweit. Gleich haben wir unsere 14.000 Einwohner. Juhu! Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt genau Wasseraufbereitungslager und Krematorium bauen. Und haben nochmal einen entsprechenden Geldbetrag bekommen. Super. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Tschüss.